Wie du weißt, sind wir auf Social Media sehr aktiv. Da bekommen wir Kommentare. Ich sag mal einfach positive und negative. Hier ein paar aktuelle Beispiele. Hier schreibt der Mike, hahaha, 690 Euro, bei der Feuerwehr umsonst oder anerkannten Stellen 250 Euro. Das ist die Grundlagenschulung, eine 2-Tage-Schulung. Ganz klar, bei der Freiwilligen Feuerwehr, nicht bös gemeint, die hat kein Geld. Da ist das sehr schwierig zu vermitteln. Aber die Wahrheit ist, Mike, wir haben Teilnehmer auch von der Feuerwehr. Ist allerdings dann die Berufsfeuerwehr, die in der Schulung schon teilgenommen haben und die war sehr dankbar. Umsonst gibt es die Schulung nicht. Ich habe mittlerweile 15 Mitarbeiter, die muss ich auch bezahlen. Auch der Referent. 250 Euro, das klingt eher nach einer günstigen Tagesschulung. Eine 2-Tage-Schulung gibt es dann niemals. Das Learning ist immer wieder, was nichts kostet, hat auch keinen Wert. Ein weiterer Post ist die Bürokratie, Irrsinn. Natürlich, da ging es um die Auffrischungsschulung. Die muss nach spätestens 4 Jahren passiert sein. Ich empfehle jährlich. Wir reden über die verantwortliche Person Brandmeldeanlagen, Sprachalarmanlagen. Du bist immer nur dann fit im Thema und du hast eine Verantwortung, wenn du die Schulung regelmäßig machst. Die Normen haben viel im Abo. Es liest kaum einer durch. Das waren zwar negative Posts.